bemüht sich, in das Gelernte einzudringen. Das nennt man das, was er hat gehört, will er das einordnen. Manchmal, wenn ein Mensch lernt zu viel, ist er belastet. Er ist schon neblig, wolkig, unzufrieden. Er sieht nicht die Klarheit, so wie ein Fenster von Auto, die hat so Regen und Staub zusammen. Ich weiß nicht, habe ich nicht gut gehört. Oder er wiederholt sich die Wörter wie ein Papagei oder wie ein Tape-Recorder. Ich weiß, mein Sohn spielt Geige. Fordern, dass er beginnt zu spielen, er nimmt sich Zeit, um dem Geiger einzustimmen. Das nennt man Mekavenet Akli. Diesen Begriff heißt Mekavenet Shmuato. Genauso wie er macht auf ein Instrument. Ohne dem kann er nicht weiter spielen. Genauso, wenn einer will Tora lernen, soll er sich anstrengen, sein Gerät, sein Sechel, sein Herz, seine Wörter, seine Klarheit, alles einzuordnen. Weil in dem Moment, wo die Sachen sind bei ihm Balagan, dann klingt das auch nach Balagan. Er weiß nicht, wo ist der Anfang, wo ist der Ende, wo ist in die Mitte. Und die Tora ist in einem Ort sehr reich und in einem Ort sehr arm. Und du kannst Gesetzen von diesem Feiertag in diesem Buch lernen. Was hat nichts zu tun mit dem Feiertag? Deshalb, wenn einer will richtig etwas lernen, er muss vorher ein bisschen überlegen, sich konzentrieren, mit sich die Sachen noch einmal einordnen und so kann er weiter Tora lernen. Ordnung spielt eine große Rolle und wenn das Instrument richtig klingt, das ganze Konzert ist anders und alles läuft besser.